Das Event Admiral Covington startet in der Blutstromküste, und zwar an der Wegmarke Lachmöwe. Da ich den Weg sowohl dahin als auch innerhalb dieses Hauses ein bisschen unübersichtlich fand am Anfang, hier mal die komplette Laufanleitung bis zum Event selbst. Übrigens sind links und rechts zwei dieser Häuser, Boote, Bootshäuser, was auch immer. Die sind von innen alle absolut identisch. Das heißt, wenn man das linke Haus kennt, kennt man auch das rechte. Das rechte kommt man allerdings auch nur von innen. So, da oben läuft jetzt das erste Event, wo es einfach darum geht, das Gebiet zu verteidigen. Und darum kümmern wir uns jetzt also, das Tor da hinten einzureißen. Hier stehen auch noch zwei Kanonen. Sobald das Event startet, werden die sozusagen erneuert und auch gleich von Piraten bedient. Es scheint sinnvoll sein, die am Anfang zu zerstören, denn die machen einen ziemlichen Schaden. Das Tor einzureißen dauert eine ganz schöne Weile. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit mal um die Prequest, weil das war nicht das erste Event, das wir da gerade gesehen haben, sondern davor muss im Grunde dieses Event an derselben Stelle startet das, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Abgeschlossen werden diese beiden Typen hier, unterhalten sich und beginnen dann eine Runde über das rechte Schiff zu laufen und alles niederzumähen. Ganz zum Schluss kommt dann noch ein zweites Event dazu, wo ein dicker Endboss geschlagen werden muss, der es auch ziemlich in sich hat. Und danach gehen die beiden wieder an diese Stelle hier zurück. Dann bleiben sie hier 5 bis 10 Minuten stehen und dann startet das Event nochmal. Dann gehen sie wieder zurück und dann startet das Event nochmal. Dann allerdings verschwinden sie und aus Löwenstein kommt irgendwie eine Galeere hierher. Dann beginnt das erste Event, das wir gerade gesehen haben, mit der Verteidigung. Hier das erste Event mit den beiden ist also nicht wirklich dramatisch. Das kann man auch wirklich alleine machen. An der Stelle würden wir normalerweise nach oben gehen, über das ganze Deck, und dann würden wir irgendwann wieder zurückkommen und dann geht es jetzt hier runter. Wir kürzen das mal ab. Ja, man sieht schon, das wird ein bisschen krimineller. Auferstandener Covington-Kapitän.
Und der hat es ziemlich in sich, der teilt eine ziemliche Kelle aus. Außerdem spawnt er gelegentlich so eine kleine Mobgruppe. Die ist nicht wirklich schlimm, aber nervt schon, da er einen ziemlich beschäftigt. Und das Event kann man allein, ich würde mal sagen, gar nicht mehr machen. Ich habe es letztens mal mit jemandem zu zweit gemacht und gut 10 bis 15 Minuten dafür gebraucht. Also da hat man schon am besten eine kleine Gruppe beisammen. Weil man je nach Rüstung wahrscheinlich sogar wanted ist bei ihm. Was er sonst noch macht, ist gelegentlich statt der Mobgruppe so eine auferstandene Abscheulichkeit zu spawnen. Da kommt sie. Die sieht ziemlich furchteinflößend aus. Der Schaden ist es auch. Allerdings holt er so langsam aus, dass man echt alle Zeit der Welt hat, dem Ding auszuweichen. Und einstecken kann der auch nicht wirklich viel. Also mit ein paar Schlägen ist er auch hin. Aber man sollte sich auf jeden Fall vor seinen Kellen in Acht nehmen. Langsam sollte das Tor auch soweit sein, dann gehen wir mal wieder zurück. Tja, im Vergleich zu dem Pre-Pre-Event-Endgegner ist der Endgegner der ganzen Kampagne eher lächerlich. Admiral Covington ist da. Versteckt sich gerne mal hier im Schiff und scheint sich auch zu teleportieren, wie das so aussieht, aber mit Hilfe der Minimap weiß man immer, wo sie ist. Wenn man Covington das erste Mal besiegt, bekommt man auch noch einen schönen Erfolg. So ist er. Wildland.